Bonjour und willkommen zurück im Fernbus Simulator zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Wir schauen uns heute ein neues kostenloses DLC für den Fernbus Simulator an. Und es handelt sich diesmal wieder um eine kostenlose Kartenerweiterung. Diesmal wurde Luxemburg ins Spiel gebracht. Also nicht nur eine Stadt, sondern gleich ein ganzes Land. Das DLC könnt ihr euch kostenlos auf Steam herunterladen. Und wir werden uns heute diese Karte etwas genauer anschauen. Wir sind im Spielmodus freies Spiel unterwegs, also keine Karrierefahrt von A nach B, sondern heute eine völlig freie Fahrt. Wir können ohne irgendwelchen Zeitdrang auf der Karte hier herumfahren und uns die Karte Luxemburg in Ruhe anschauen. Wir schauen zunächst einmal auf der Karte, was konkret alles ins Spiel dazugekommen ist, und dabei handelt es sich, wie gesagt, um ein kleines Land, was wir diesmal dazu bekommen haben, das Großherzogtum Luxemburg. Das ist halt dieses Land und dazu gehört natürlich die Hauptstadt Luxemburg, wo wir uns gerade befinden, inklusive eines neuen Busdepots und einer neuen Bushaltestelle. Von Deutschland aus erreicht ihr Luxemburg am besten von Köln oder Bonn aus. Wenn ihr das kostenlose DLC Oberes Rheintal installiert habt, dann könnt ihr auch von Koblenz aus nach Luxemburg fahren. Und für alle diejenigen, die das Frankreich-DLC besitzen, das ist allerdings kostenpflichtig, da könnt ihr auch von Saarbrücken kurz über Frankreich nach Luxemburg fahren. Das ist dann der kürzeste Weg. So, wir gehen wieder zurück und wir werden die Erkundung natürlich mit einem schönen Fahrzeug dafür machen, nämlich mit dem BB40 Minibus, der so ein bisschen an einen Toyota Coaster erinnert. Das Fahrzeug gibt es ebenfalls kostenlos auf Steam zum Herunterladen. Und ja, diesmal seht ihr das Fahrzeug hier im Flixbus-Design und mit diesem werden wir heute die Karte Luxemburg erkunden. Ja, wie gesagt, der Spielmodus freies Spiel, das heißt, wir müssen heute keine Passagiere befördern, wir können völlig frei herumfahren und uns die Karte in Ruhe anschauen. So, dazu bereiten wir uns erstmal auf die Abfahrt vor. So, okay, jetzt müssen wir auf rückwärts stellen, da können wir die Bremse lösen und jetzt müssen wir erst einmal schauen, wo wir genau hinfahren müssen. Also erstmal aus dem Depot und dann können wir hier mal mal in Ruhe den Kreis durch die Stadt ziehen. Ja, allzu viel ist es ja eigentlich nicht. Vielleicht noch mal den Autobahnring um Luxemburg abfahren. Ja, aber eins nach dem anderen. So, jetzt erst einmal hier rückwärts raus. Das ist auch so ein Depot, habe ich auch noch nicht gesehen für den Fernbus-Simulator. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ich besitze das DLC Frankreich. Habe ich aktuell noch gar nicht in meinem Besitz. Von daher, ich weiß nicht, wie dort die Depots aussehen. Ich kenne bloß die Depots aus dem Fernbus-Simulator-Basisspiel und auch aus Schweiz-Österreich. Und die sehen sich ja da alle sehr, sehr ähnlich. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wie wir jetzt hier aus diesem Betriebshof rauskommen. Da vorne. Ja, diesen Bus selber, den hatte ich euch ja auch vor kurzem vorgestellt. Den gibt es ja ansonsten auch noch in der roten Lackierung. Und bei dieser roten Lackierung da... Oh, was willst denn du hier drin? Lieber LKW, scheint also nicht nur ein Busdepot zu sein, sondern scheint auch eine Anlieferstelle für LKWs zu sein, beziehungsweise so eine Spedition. Wenn da eine Spedition beheimatet ist, dann ist das natürlich klar. So, also jetzt sind wir mitten in der Stadt Luxemburg. Navigationssystem lasse ich jetzt einfach mal abgeschalten. Ja, man hat hier auch verschiedene Sehenswürdigkeiten hier der Stadt Luxemburg integriert. Zum Beispiel der Hauptbahnhof ist dabei, dann verschiedene Brücken. Und Luxemburg ist ja so, zählt aktuell 613.000 Einwohner. Zumindest ist das der Stand von 2019 vom Januar. Und ja, davon sind 47% keine gebürtigen Luxemburger. So, und ich ordne mich natürlich ein. Hier sehen wir zumindest mal den Busbahnhof, wie auch immer ich jetzt hier wieder rauskommen soll. Das haben wir, da haben wir nämlich doch gleich den ersten, die erste Sehenswürdigkeit. Busbahnhof in Luxemburg, und ich glaube, das ist auch gleichzeitig hier der Hauptbahnhof. Ja, Amtssprache in Luxemburg ist luxemburgisch. Außerdem gibt es noch die Amtssprachen Deutsch und Französisch. Hier, wie gesagt, sehen wir den Busbahnhof. Viele Fernbusse warten hier auf ihre Fahrgäste und auf ihre Abfahrtszeit. Können uns das einfach mal so hier anschauen.
Und hier sehen wir, wie gesagt, auch diese typischen Lackierungen. Die Frankreich-Lackierung, das stammt aus dem Anniversary Package. Das ist in der Digital Deluxe Edition von, Quatsch, nicht, sondern in der Platinum Edition von Fernbus Simulator enthalten. Digital Deluxe Edition, da war ich gerade gedanklich bei einem anderen Spiel. Ja, und hier sehen wir den Luxemburger Hauptbahnhof. Auch sehr, sehr schönes Design. Ich muss dazu sagen, ich selbst war leider noch nie in Luxemburg. Luxemburg ist ja vor allem bekannt, da dort einige Institutionen der Europäischen Union ihren Sitz haben. Ansonsten auch bekannt durch viele Finanzdienstleistungen. Aber so sieht man hier, dass das Gebäude schon sehr, sehr schön ausgestaltet ist. Das ist also der Luxemburger Hauptbahnhof. Hier vorne ist noch ein Busbahnhof. Da kommen wir doch hier vor. Ich hole mal das Auto hier vor. Ich hole mal am besten das Auto hier vor. Also, ja, man sieht, das ist halt dann so die individuelle Ausgestaltung. Luxemburg ist, meine ich, auch ein Halt für die französischen TGV-Züge. Ansonsten gibt es auch von Trier aus Regionalzugverbindungen nach Luxemburg. Das wäre auch so meine Idee und mein Vorschlag an den Entwickler, ob man vielleicht die Stadt Trier, wenn möglich, auch in das Spiel integrieren könnte. Das wäre dann ein Katzensprung von Luxemburg aus. Ja, ansonsten gibt es natürlich von Luxemburg auch Verbindungen nach Belgien und ja, natürlich nach Frankreich. Es ist ja wirklich ein Land, was da mittendrin zwischen allen liegt. So, mach die Tür wieder zu, jetzt können wir das Auto vorholen. Aber was mir noch so aufgefallen ist, liebe Zuschauer, und eins vorweg, offiziell weiß ich da wirklich nichts. Wir sehen ja hier das Land Luxemburg. Und wir sehen hier eine Straße, die in Richtung Belgien geht. Wir sehen allgemein auch hier eine Straße, die in Richtung Belgien geht. Hier eine Straße, die Richtung Belgien führt. Hier eine, die Richtung Niederlande und Belgien führt. Da kann man ja vielleicht schon erahnen, was hier geplant sein könnte. Dass man eventuell, ja, wäre natürlich schön, wenn die Niederlande und Belgien auch den Weg in den Fernbussimulator finden würden, aber offiziell gibt es da zurzeit noch keine Informationen. Mir ist das bloß hier mit den Straßen so etwas aufgefallen, oder was meint ihr dazu? So, ich meine auf jeden Fall, wir müssen jetzt erstmal irgendwie zurücksetzen. Das kommen wir hier nämlich nicht vorbei. Ich habe nämlich schön die falsche Spur ausgewählt. So, jetzt können wir nämlich hier die Spur nehmen. Die mittlere, die ist nämlich, nee, die ist auch zu. Oh Gott, Leute, Leute, Leute. So, und ihr seht, selbst im freien Spiel gibt es trotzdem KI-Verkehr auf den Straßen. Wie gesagt, das freie Spiel ist halt dann wirklich dafür vor allem gedacht, dass man die Städte in Ruhe erkunden kann. Ja, auf jeden Fall wirkt das hier alles sehr schön ausgestaltet. Hier sehen wir auch die Nationalflagge von Luxemburg, rot, weiß und helles Blau. Ich glaube, das ist fast so ähnlich wie die Flagge der Niederlande. Nur beim Staat Luxemburg ist das, glaube ich, das Blau ein etwas helleres Blau. So, hier gibt es auch wieder eine extra Busspur. Also ihr seht, sehr, sehr viel. Da könnt ihr uns nochmal hier umschauen. Im Prinzip besteht das heutige Video so ein bisschen hier aus Luxemburg Sightseeing. Ich hoffe, das gefällt euch auch. So, ob es hier noch irgendwas zu erkunden gibt. Leider sehen wir jetzt hier aktuell gar keine markierten Sehenswürdigkeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob es die generell im freien Spiel nicht gibt. Doch, es gibt sie hier. In anderen Städten sieht man es auch. Also, ja, die haben es leider nicht, beziehungsweise noch nicht nach Luxemburg geschafft. Aber das ist ja nicht so schlimm. Man kann auch so die Stadt erkunden. So, aber wie gesagt, hier haben wir den Hauptbahnhof von Luxemburg. So, hier staut sich schön alles auf der Straße. Da müssen wir dann sowieso sehen, wie wir hier wieder rauskommen. Wir fahren ja jetzt auch ohne Navigationssystem, zumindest ohne vorgegebene Route. Und das ist doch ein tolles Motiv, findet ihr nicht? Das ist doch ein sehr, sehr schönes Motiv für ein Thumbnail, die ja auf YouTube mittlerweile auch dazugehören. Aber ich kann an der Stelle auch wieder nur sagen, vielen Dank an TML Studios für diese schönen, vor allem zum Teil kostenlosen DLCs. Das ist nicht selbstverständlich, sowas.
Ja, da gibt es ja wiederum, also ich will jetzt ja keinen großen Vergleich oder was machen, es gibt wiederum andere Hersteller, wo du relativ für relativ wenig DLC relativ viel Geld bezahlen musst. Ich will da jetzt keine konkreten Beispiele nennen, das gehört jetzt hier nicht her. Aber im Gegenteil gibt es ja eben mal so Fahrzeuge kostenlos, dann mal eben so ein ganzes Land wie jetzt hier, auch wenn es ein kleines Land ist, kostenlos. Aber also das ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Und da kann man eigentlich gar nicht oft genug sagen, Dankeschön dafür. Damit macht man eben der Community auch eine riesige Freude. Jetzt müssen wir links nach rechts und dann geradeaus, um uns hier einfach mal in Luxemburg etwas umzuschauen, in der Stadt Luxemburg. So, es gibt da natürlich weitere Orte, die jetzt aber hier im Spiel nicht da enthalten sind. Zum Beispiel, wer jetzt aktuell den europäischen Fußball verfolgt, der hat wahrscheinlich mal was von Düldingen gehört, ein Team aus, also eine Fußballmannschaft aus Luxemburg, aus dem Großherzogtum, die es tatsächlich bis in die höchste europäische Liga geschafft haben oder den höchsten europäischen Wettbewerb, aber oder den zweithöchsten. Ich glaube, es war doch, glaube ich, der zweithöchste. Ja, ansonsten Ettelbrück sagt mir da auch was. So etwas kleinere Orte, aber schon mal. Ja, so. Was haben wir denn hier als nächstes? Sind schon die Wegweiser zur Autobahn. Wir wollen jetzt aber nicht auf die Autobahn. Wir wollen erstmal hier den Ring, Innenring durch die Stadt ziehen. Wir können uns mal hier schon schauen, was sich hier befindet. So, weiter geht's. So, jetzt habe ich hier noch den Warnblinker irgendwo eingeschalten. Na super. Ich weiß nicht, welche Taste ich berührt habe, das passt doch ganz gut. Na gut, okay, wir fahren trotzdem erst einmal weiter. So, hier sehen wir eine, ich glaube, es gibt hier die Adolphe-Brücke und dann gibt es hier noch eine zweite Brücke. Und wir fahren jetzt über eine dieser Brücken, die ja auch angekündigt wurden. Ich habe euch ja zu diesem DLC auch ein Ankündigungsvideo gemacht. Hier sehen wir zum Beispiel eine dieser Brücken. Sehen wir auch da die so was wie eine Burgmauer. Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen. Ist das, glaube ich, auch etwas besser. Ja, das sind so. Wirkt schon sehr, sehr schön gestaltet. Wir halten zwar gerade den ganzen Verkehr auf, aber so macht das Ganze doch einen sehr schönen Eindruck. So, wie kriege ich jetzt eigentlich den Warnblinker hier wieder aus? Ja, das sind dann wieder mal so schön die Sachen, die ja, das ist das Schlimme, wenn man die Tastenkombination nicht weiß. Das ist wieder mal so die Katastrophe schlechthin, wenn man nicht weiß, wie man das dann wieder rauskriegt. So, Warnblinker, wo haben wir den? Bin einfach, das ist immer so, ihr kennt das, ach Gott, okay, da hätte ich ja lange suchen können. So, jetzt ist es aber aus. Gut, liebe Leute, ja, dann tut es mir leid für die Schusslichkeit, denn wann benutzt man denn hier schon mal den Warnblinker in dem Spiel? Eigentlich nicht so oft. Nochmal in Ruhe einen Blick über die Luxemburger Stadt. So, wir werden jetzt aber gleich weiterfahren. So, dann vorwärts und weiter geht die Erkundung durch das Großherzogtum von Luxemburg. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Aber ihr seht, es ist nicht nur Stadt, 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 sondern hier haben wir eben auch viel, viel Grün. So, was haben wir denn hier dann auf der Seite? Das sieht da auch schon sowas wie... Ja, vielleicht hätte man den Warnblinker doch anlassen müssen. So. Was haben wir hier Schönes? Wartet mal. So, dann gehen wir mal gucken, was es hier zu sehen gibt. Ob man hier spazieren gehen kann auf diesem Weg. Wir haben hier immer noch unseren männlichen Busfahrer. Und für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, es gibt seit gestern auch wieder ein Let's Play vom Fernbus-Simulator. Quatsch, vom Tourist-Bus-Simulator. Fernbus-Simulator läuft ja schon etwas länger. Tourist-Bus-Simulator gibt es seit gestern auch wieder. Ihr habt euch das Spiel ja gewünscht. Und da sage ich natürlich nicht nein, sondern möchte euch sehr, sehr gern
diesen Wunsch erfüllen. Und ja, es wird demnächst auch wieder weitere Videos vom Tourist Bus Simulator geben. So, was versteckt sich denn hinter dieser Mauer hier? Anscheinend nicht viel. Wahrscheinlich so eine historische Burgmauer, so sieht das aus. Wie gesagt, ich selbst war noch nie in Luxemburg, von daher seht es mir nach, dass ich da nicht die ganzen Sehenswürdigkeiten jetzt nicht auswendig kenne. So, jetzt fängt es auch noch an zu regnen, da habe ich schon Sommer gewählt und natürlich regnet es jetzt, während wir hier unsere Sightseeing-Tour machen. Also schnell wieder zurück in unseren Bus. Wir sind ja ohnehin mit der Innenstadt-Tour jetzt sowieso so gut schon wie durch. Das ist halt nur dieser Ring, den wir jetzt hier haben. Ach so, Moment. So. Also, weiter geht's. Ja, dann Frage ist, ob wir jetzt gleich noch über eine zweite Brücke fahren. Wir fahren ja, wie gesagt, zu einem kleinen Ring hier drumherum. So, jetzt erwischt uns noch ein wunderschönes Sommergewitter. Gut, man hätte natürlich auch das Wetter auf ganz schön stellen können. Das ist kein... Also ich habe ja immer so dieses dynamische Wetter hier eingestellt. So, und hier haben wir doch den... Das nächste, ich glaube, das Parlament oder sowas sitzt doch hier. Und hier ist dann auch die zweite Brücke. Ja, hier ist dann die zweite Brücke, die allerdings nicht so groß ist. Oder zumindest ja das 5. Bleiben jetzt einfach im Auto bei diesen schlechten Wetterverhältnissen. So, wie soll es denn dahin gehen? Hier geht es nicht weiter, oder? Ja, hier ist so ein Parkplatz. Aber mein Ersteindruck hier von diesem Spiel ist wirklich sehr gut. Also von dieser Erweiterung. Wie gesagt, das ist eine kostenlose Erweiterung. Ihr könnt euch das auf Steam herunterladen. Und es ist wirklich toll, dass man dann eben mit solchen Aktionen da hat man halt wirklich dann auch die Community als Entwickler auf seiner Seite. Also solche Erweiterungen, das ist wirklich super, dass es sowas gibt. So, und damit sind wir ja schon fertig. Der Ring ist fertig gefahren. Jetzt könnten wir einmal nochmal hier die Straße, ne, wir sind von hier unten, glaube ich, gekommen. Ja, dann müssen wir einmal noch nach links und danach könnte man überlegen, ob wir nochmal auf den Autobahnring fahren und die ganze Stadt nochmal auf der Autobahn erkunden, also diesen Autobahnring um Luxemburg. Und dann hätten wir das schon. Aber es ist wirklich eine sehr gute Aktion von TML Studios. Da muss man wirklich ein Lob aussprechen. Gerade die letzte Zeit, es gab Oberes Rheintal kostenlos, es gab den DB40-Bus kostenlos, jetzt gibt es Luxemburg kostenlos. Also das ist schon... Es gab ja früher immer so Städte dann kostenlos für die Map, also Stralsund kam kostenlos ins Spiel. Dann diese ganzen Städte vom Fußball-Mannschaftsbus-DLC, also für diejenigen, die sich das DLC nicht gekauft haben, da gab es die Städte trotzdem als kostenloses Update. Das waren ja auch mal eben 5 Städte, die da hinzugefügt wurden. Kassel kam kostenlos ins Spiel. Also das ist wirklich... Also ich muss dazu sagen, ich verfolge das Spiel ja schon seit 3 Jahren. Und... Ja, muss man echt sagen, es ist großartig, wie sich das Ganze hier entwickelt hat. Schaut euch mal so die Gebäude an hier. Das ist doch, glaube ich, das Parlament, so wie das Rathausparlament. Wie das Ganze hier was aussieht, hier das Gebäude. Schaut doch echt großartig aus, oder? Also so wie das ist auch die KI, die so ein bisschen die Kamera hin und her wackelt. Das bin nicht ich, nicht nur ich. Das ist auch teilweise die KI. Das spricht die Kollisionsabfrage. So, weiter geht's. Ich hoffe, so diese Sightseeing-Tour gefällt euch. So, das Problem ist, warum ich jetzt kostenloses Spiel eingestellt habe. Quatsch, nicht kosten. Oh Gott, Leute, ich hab's heute mal wieder. Ja, heute ist Tag der DLCs. Werde ich euch am Ende des Videos noch was dazu sagen. Ja, das Problem, warum ich jetzt hier freies Spiel eingestellt habe, das wollte ich sagen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir ja noch keinerlei Haltestellen
im Westen freigeschalten haben. Ja, wir haben ja in Halle, Saale angefangen und haben Berlin, Leipzig und Dresden freigeschalten. So, aber noch keine Haltestelle im irgendwie in der auch nur in der Nähe von Luxemburg, und von daher wäre eine Linienfahrt so ohne weiteres da nicht möglich gewesen, oder ich hätte den größten Teil halt dann weggelassen. Ansonsten wäre das gar nicht so ohne weiteres möglich gewesen. So, kommt. Oh nein, echt jetzt? Ich will auch noch hier rüber. So, wie das muss ich jetzt immer ein bisschen bedrängeln hier. So, jetzt geht's noch hier rum. Wir sehen es aber auch ein großes Verkehrsaufkommen hier in Luxemburg. Also es ist schon ein schönes Städtchen, gibt auch was zu sehen. Also mir persönlich gefällt's. So, wir gucken uns jetzt nochmal die Autobahn um Luxemburg an. Und dann haben wir das, denke ich, auch. So, dann müssen wir mal schauen, in welche Richtung wir müssen. Wir müssen nach hier unten fahren. Auf jeden Fall ist die erste Ausfahrt nehmen über das Autobahnkreuz und dann. So, jetzt hier. Dann geht es jetzt hier auf die Autobahn und da verschwindet die KI wie durch eine unsichtbare Mauer. Wahrscheinlich in eine Parallelwelt oder andere Dimension gerade verschwunden. So sah das gerade aus. So, da wir ja keine Fahrgäste hier haben, dann können wir auch mit dem Fahrzeug mal auf die Autobahn fahren. Ihr seht ja mal diese Wettereffekte. Das war ja auch ein großes Update, was es da im Jahr 2019 gab, dass man diese ganzen Regen, diese Wassereffekte verbessert hat, dass die Fahrzeuge eben auch so Wasser hinter sich aufspritzen lassen. Es ist fast schon Aquaplaning, was wir hier haben. Schöner Wolkenbruch im Sommer. Und das kann ja durchaus sein, dass der beispielsweise in Luxemburg deutlich heftiger ist als beispielsweise bei uns im Osten von Deutschland. Hängt einfach was damit zusammen, dass ja Luxemburg näher in Richtung Atlantik liegt und zwischen Luxemburg und dem Osten Deutschlands ja einige Gebirge sind, wo sich der größte Regen ja immer schon am Abregnen ist. So, jetzt müssen wir hier runter und dann müssen wir hier wieder die erste nehmen, damit wir jetzt wieder Richtung Stadt fahren. Jetzt eine schon zu früh nehmen aus nicht. Ach, das ist noch so ein Autobahnkreuz, wo man einen Kreis verkehrt. Das gibt es ja auch relativ. Ich glaube, in Deutschland gibt es sowas, glaube ich. Wenn dann nur selten, aber ich glaube fast gar nicht mehr. Und quasi oben so ein Kreisverkehr, wo sich das Ganze dann alles irgendwie verteilt. Jetzt müssen wir aber hier gucken. Hä? Ich muss aber hier unten eigentlich auf diese Autobahn. Achso, da müssen wir jetzt einmal. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, gerade. Ausbleiben, genau. Habe ich auch noch nicht gehabt, so eine Fahrweise. Ja, Richtung Genf und so weiter. Klar, wenn man das Österreich Schweiz DLC installiert hat, da kann man natürlich auch hier in Richtung Genf, Schweiz fahren. Das Ganze wird dann hier auch über Frankreich führen. Ja, Frankreich DLC selbst, das habe ich noch gar nicht installiert, das besitze ich noch gar nicht, aber ist natürlich auch geplant. Aber wir wollen uns hauptsächlich zuallererst einmal Deutschland anschauen. So, also irgendwie habe ich mich jetzt hier, glaube ich, verfahren, so wie das Ganze aussieht. Ja, ich habe mich mal gründlich verfahren. Ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Oder? Geht es hier nochmal irgendwo weg? Oh, okay. Ich habe mich hier gründlichst verfahren. Aber wo habe ich den Fehler gemacht? Wo habe ich den? Wir sind von wo sind wir gekommen? Von hier. Wir wollten. Oh, das geht. Ach so, ich hätte hier einfach geradeaus weiterfahren müssen. Na, das sehen wir aber, wo der Fehler liegt. Das war der Fehler. Wir könnten jetzt entweder hier zurücksetzen, so ein bisschen verbotenerweise. Also ich wollte eigentlich dann nur noch hier runterfahren und dann halt wieder zum Depot zurück, aber wir kennen ja auch hier die Strecke. Ja, das war ein Fehler. Ich wollte eigentlich, ich habe gedacht, ich muss hier rauf, was ja gar nicht geht von hier aus. Ja,
Ja, das war dann wohl mein Fehler gewesen. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, beenden wir das. Ich glaube, so viel zu sehen gibt es da auch nicht mehr. Ich wollte einfach diesen Autobahnring jetzt hier noch zu Ende fahren, aber das war also ein Navigationsfehler von mir diesmal gewesen. Und ich würde sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt mal eure Meinung zum Luxemburg-DLC unbedingt in die Kommentare. Ich finde es großartig, dass wir sowas kostenlos bekommen haben. Ich hätte dafür sogar auch bezahlt, hätte es jetzt, sag ich mal, zwischen 5 oder 10 € gekostet. Aber großartige Leistung, danke an TML Studios für diese kostenlose Erweiterung. Und ich würde mich freuen, wenn wir mehr ab und zu noch mehr solcher Erweiterungen bekommen. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Heute Abend gibt es noch 2 weitere DLCs, einmal Transom World East Coastway und Train Simulator Kiel Lübeck. Also jede Menge, was euch heute noch erwartet. Ich habe nicht umsonst gesagt, der Tag der DLCs. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch da dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix, der Weise.